Ja, guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich heute begrüßen zu einer weiteren Online-Veranstaltung der SOPRO mit Sendung aus Wiesbaden. Ich freue mich, wenn Sie von zu Hause aus zuschauen, vielleicht aus dem Homeoffice oder vielleicht noch im Büro sitzen oder von der Baustelle schauen. Sie haben die Möglichkeit, sich eigentlich aus jeder Situation, von jeder Stelle in Deutschland oder in Europa zuzuschalten. Und insofern genießen Sie die nächsten 60 Minuten mit uns gemeinsam. Wir haben wieder Interessantes vorbereitet, insofern was Besonderes ist, weil wir heute aus zwei Richtungen, zwei Hersteller hier zusammen Ihnen verschiedene Systeme präsentieren, was Ihnen natürlich auf der Baustelle ganz groß weiterhelfen wird, weil Sie dann Systeme bekommen, die eben von uns schon im Vorfeld abgesprochen sind, die auch erprobt sind und insofern Ihnen das Leben auf der Baustelle ein Stück weit erleichtern. Ja, mein Name ist Mario Sommer. Ich werde Sie, wie gesagt, durch die nächsten 60 Minuten leiten. Ich bin im Hause SOPRO zuständig für den Bereich Technik. Aber ich bin heute nicht alleine hier auf der Bühne. Wenn die Kamera mal so ein bisschen einen Schwenk hier rum macht, dann sehen Sie schon, dass wir wieder einiges für Sie aufgebaut haben, was Sie im Tagesgeschäft dann natürlich gut gebrauchen können. Und ich habe hier meine Akteure mit dabei. Fangen wir ganz hinten an. Schwarz gekleidet, der Arne Schmid und der Margot Händchen, unsere Vorführmeister, Anwendungstechniker. Dann unser Gast, der Roland Stransky, Leiter der Technik bei Kermi. Also Kermi, alle werden den Namen Kermi kennen. Es geht um Heizungssysteme und Heizung gehört eigentlich immer auch dicht zur Fliesenverlegung. Und der Jochen Henrich, unser stellvertretender Leiter der Anwendungstechnik, der heute verbal mit dem Roland sozusagen alles hier uns zeigen wird. Und unsere beiden Männer in Black werden natürlich hier wahrscheinlich gleich ins Schwitzen kommen, weil es natürlich wieder einiges Praktisches zu sehen gibt für Sie. Schauen Sie zu und wenn Sie Fragen haben, das Ganze ist ja live, Sie werden das gleich sehen und Sie haben natürlich die Möglichkeit, wieder hier schön Fragen zu stellen. Schicken Sie die rein, wir gehen dann in den Live-Chat mit Ihnen und so kommt das Ganze natürlich auch ein bisschen lebhaft rüber zu Ihnen und Sie haben die Möglichkeit, dann auch sofort auf Ihre Frage eine Antwort zu bekommen und können das natürlich dann auch morgen vielleicht schon auf der nächsten Baustelle entsprechend einsetzen. Ja, wie Sie sehen, haben wir einiges vorbereitet und alles wird sich heute um das Thema beheizte Konstruktionen drehen. Wir sind ja sowohl als auch im Neubau und im Sanierungsbereich unterwegs und das werden mir die beiden Kollegen gleich bestätigen. Sie werden das auf jeder Baustelle erleben, dass wir mit den Situationen, die es vor Ort gibt, zurechtkommen müssen. Das heißt, Bodenkonstruktionen sind schon zum Teil da oder beim Neubau haben wir vielleicht Glück, dass wir dort bei Null anfangen können. Aber beim Bauen im Bestand ist es oftmals so, wir sind an Fensterhöhen, Türhöhen gebunden und trotzdem bestehen die Wünsche nach beheizten Konstruktionen. Und da hat sich in den letzten 10 Jahren ganz viel getan, dass man auch hier dem Wunsch der Bauherren nachkommen kann, hier beheizte Fußbodenkonstruktionen einzubauen. Und wenn die Kamera nochmal nach hinten schaut, wo meine beiden Kollegen stehen, da sehen Sie auch schon so ein bisschen eine Wandkonstruktion, wo wir dann auch mit der beheizten Situation in die Wandfläche gehen können. Weil auch das ist so eine neue Nische, die sich ja entwickelt hat, dass man auch Wände nutzen kann, um entsprechend Heizleistungen in den Raum abgeben zu können. So, aber jetzt habe ich genug gesagt. Jochen, jawohl. Roland, ich übergebe euch mal das Wort. Ihr habt ja hier schon ganz viel aufgebaut und die Kollegen haben hier auch schon ein bisschen was angemischt. Um was geht's? Was sehen wir zuerst? Genau. Wir haben uns natürlich wieder ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir das Ganze entsprechend auch aufbauen. Und da macht es natürlich Sinn, von unten nach oben zu arbeiten, wie wir das auf der Baustelle auch machen würden. Und dementsprechend haben wir uns mal verschiedene Untergründe ausgedacht, die wir heute mal zeigen wollen. Dies gilt auf der Baustelle auszugleichen. Man sieht es, der Arne fängt hier schon mal an. Wir haben 3 verschiedene Situationen vorbereitet, um einfach mal zeigen zu können, was wir für Möglichkeiten haben, mit verschiedenen Produkten so einen Höhenausgleich herzustellen. Das Besondere an dieser Konstruktion, das Ganze auch noch sehr, sehr leicht im Aufbau. Wir haben hier unseren Smart LZ, den Leichtzuschlag, den haben wir gemischt mit Rapidur B5 und haben daraus einen Mörtel hergestellt, mit dem wir sehr, sehr vielfältig auf der Baustelle arbeiten können. Das sehen wir jetzt hier, die 3 Konstruktionen auf der rechten Seite. Das, was wir standardmäßig auf ganz vielen Baustellen vorfinden. Eine Rohbetondecke, da sind eine ganze Haufen Leitungen, Rohre drauf versteckelt, die dann später im Aufbau verschwinden. Und da wird häufig im Aufbau schon der Fehler gemacht, dass hier die Dämmung einfach irgendwie grob beigeschnitten wird, vielleicht mal noch ein bisschen lose Schüttung mit dazu und dann weiter aufgebaut wird. Das alles entspricht aber auch gar nicht der Norm, denn die Norm, die Estrich-Norm, sagt hier ganz klar,
dass diese Bereiche mit den Rohren, mit einer gebundenen Schüttung, praktisch ausgeglichen werden müssen. Das kriegen wir hier in Kombination mit dem Smart LZ als gebundene Schüttung, in dem Fall gebundene Leichtestrich, mit der Haftschlemme, die der Arne hier eingebaut, schon hin, dass wir praktisch eine Verbundkonstruktion erstellen und, wie man sehen kann, auch sehr, sehr leicht abzuziehen. Das Ganze bringen wir dann eben auf entsprechende Höhe. Im Verbund brauchen wir nur 20 mm Dicke von dem Smart-System. Wichtig hier, die 20 mm brauchen wir aber auch über Rohr. Das heißt, der höchste Punkt muss rausgesucht werden. Da müssen wir mit 20 mm drüber gehen und können dann entsprechend aufbauen. Direkt nebendran sehen wir schon die Fläche. Da haben wir dann das Ganze nicht mehr im Verbund, sondern haben einfach eine PE-Folie als Trennlage untergelegt. Hier sind wir bei einer Dicke von mindestens 35 mm, die wir vorsehen müssen, um dann später aufbauen zu können. Und das Highlight an der Stelle, noch einen Schritt weiter. Auch hier zwei verschiedene Konstruktionen. Das Ganze funktioniert natürlich auch im Altbau auf Holzbalkendecken. Auf der vorderen Fläche hatten wir vielleicht gerade noch gesehen, da war unsere TEB, die Trittschallentkopplungsbahn, untergelegt. Dadurch können wir zusätzlich zu der Schallverbesserung, die wir mit dem Smart schon hinbekommen, eine zusätzliche Verbesserung erzeugen. Oder im hinteren Bereich, da haben wir einfach nur den Haftprimer S aufgetragen, einfach um die Holzkonstruktion ein Stück weit zu schützen, dass hier keine Feuchtigkeit einzieht, es keine Verwölbungen oder ein Aufquellen vom Holz dann entsprechend gibt und gehen hier dann direkt mit dem Smart-System drüber, auch hier mit 35 mm Aufbauhöhe. Das Entscheidende hier, wir müssen immer ein Stück weit unterscheiden, haben wir auf der einen Seite das Smart-System, das wir hier im Folgenden auch noch zeigen werden, oder bauen wir jetzt hier vielleicht nur einen Leichtausgleich ein, wo wir dann später auch in der Folge einen weiteren Bodenaufbau noch vorsehen wollen. Also da haben wir viele verschiedene Möglichkeiten. Man sieht, das geht ganz schnell und einfach, wie man Estrich typisch einbaut. Der Arne hat das hier schon super gemacht. Ja, und Jochen, vielleicht lass mal kurz mal den Roland zu Wort kommen. Also meine Erfahrung, das wird wahrscheinlich auch deine sein, wir sind ja jeden Tag auf Baustellen. Ich finde, der Boden wird immer voller Rohre. Ich weiß, das ist ja deine Branche, das ist ja dein Tagesgeschäft. Wir stellen genau das Gleiche fest, wie ihr auch. Ja. Wir haben das Thema letztlich, dass der Boden immer voller wird, dass immer alle Kreuzungen sind. Und wir alle wissen, der kürzeste Weg von A nach B in einem Raum ist die Diagonale. Und der Elektriker liebt auch die Diagonale. Und wir haben also nicht nur die Leitungen drin liegen, die wir eben gesehen haben. Wir haben auch das Thema, dass wir einiges an Elektroleitungen drin liegen haben. Und aus dem Grunde ist natürlich gerade sowas wichtig, dass wir in dem Bereich Ausgleichsthemen haben, die einmal normgerecht sind, sodass wir auch letztlich von unserer Seite wieder sauber mit einem Heizsystem aufbauen können und wirklich einen sauberen Untergrund vorbereitet haben. Ich denke, das haben. Ist also ja auch euer Wunsch, eine stabile Grundlage zu haben, auf der man dann sozusagen das System oder die Systeme, die du ja gleich vorstellen wirst, auch ordentlich verlegen kann. Genau, genau, so ist es. Ja, jetzt können wir sehen, der Arne hat es hier wunderbar abgezogen. Jetzt haben wir eine perfekt ebene Fläche, auf der wir nachher weiter aufbauen können mit den verschiedenen Systemen. Wie das jetzt im Detail aussehen kann, das werden wir uns gleich in der nächsten Fläche anschauen. Wir haben das natürlich schon mal vorbereitet. Das können wir hier vorne sehen beim nächsten Modell, wo dann das Smart schon ausgehärtet ist. Wir brauchen eine Trocknungszeit von ungefähr 12 Stunden, die wir einhalten müssen, wo wir dann entsprechend direkt weiter aufbauen können. Hier vorne können wir es mal sehen. So sieht das also im trockenen Zustand aus. Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Jetzt können wir, wie wir es hier schon zeigen, erstmal mit einer Dämmung weiterarbeiten. Sprich, die Dämmung auslegen auf dem getrockneten Smart. Darüber natürlich eine entsprechende PE-Folie, nochmal als Schutz, damit hier zwischen den Dämmplatten auch kein Material durchfällt, dass wir keine Schallbrücken bekommen. Und dann kann entsprechend weiter mit einem konventionellen Estrich aufgebaut werden. Das kann, wie wir hier sehen können, auf meiner linken Seite der konventionelle Estrich sein, der eben normal hergestellt wird in der erdfeuchten Konsistenz, der dann aber auch, wenn man im Detail mal drauf geht, relativ viele Poren aufweist. Und man sieht das, glaube ich, auch hier rundherum ums Rohr. So die Benetzung mit Mörtel, die ist natürlich nicht ganz so perfekt, wie man es eigentlich bräuchte, um eine gute Wärmeübertragung für das Heizsystem hinzubekommen. Da kann der Roland, glaube ich, gleich auch nochmal was zu sagen. Auf der anderen Seite wiederum das Ganze nochmal mit einem Fließestrich gemacht, unser Rapidur FE. Da kann man, glaube ich, sehr schön sehen, wie perfekt das Heizrohr ummantelt ist und vor allen Dingen, dass wir einen ganz, ganz geringen Porenraum, ganz wenig Porenvolumen nur im Estrich drin haben, was natürlich auch perfekt ist für eine entsprechende Wärmeleitung, um natürlich die Effektivität zum einen der Heizung erhöhen zu können und möglicherweise sogar mit niedrigeren Temperaturen fahren zu können. Ich glaub, richtig, Roland, und gerade bei den heutigen Energiesystemen, ich sag mal, wir kommen ja aus dem Bereich auch der Wärmepumpentechnik, das heißt auch da ist es besonders wichtig, mit niedrigen Systemtemperaturen arbeiten zu können, um die Effizienz solcher Systeme zu steigern und sicherzustellen. Und dann ist natürlich alles, sowohl was die Rohrüberdeckung betrifft,
was wir also an Masse generell sparen können und die Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen. Aber auch das Thema saubere Umschließung, gute Wärmeabgabe, natürlich mit das A und O, um in solchen Bereichen effizient arbeiten zu können und auch neue regenerative Energien effizient nutzen zu können. Genau, so ist es. Hier in unserer Situation jetzt wissen wir natürlich vom Bauherrn, wir haben keine Aufbauhöhen. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, jetzt auch eine Lösung dafür. Vielleicht erklärt ihr das mal, das, was genau da jetzt gerade passiert. Das ist jetzt die zweite Variante, die wir hier zeigen wollen. Und das ist der eigentliche Clou an der ganzen Geschichte, dass wir tatsächlich auch gerade beim Bauen im Bestand, im Renovierungsbau, sehr, sehr einfache Konstruktionen, die sehr leicht sind, vor allen Dingen sehr dünnschichtig aufbauen können. Und da können wir auch extrem schnell weiterarbeiten. Wir haben keine langen Trocknungszeiten dergleichen. Und das ist hier das Entscheidende im ganzen System. Wir sehen, die Jungs haben hier in der Fläche jetzt schon mal unser Panzergewebe ausgelegt. Normalerweise wäre es jetzt so, dass wir hier mit einer Schichtdicke von 10 mm Überdeckung über dem System arbeiten würden. Aber eine Besonderheit, da wir ja heute hier mit dem Kermi X-Net C15 weiterarbeiten wollen, gehen wir hier über das Panzergewebe erstmal nur mit einer ganz dünnen Schicht, ungefähr 3 mm oben drüber. Wenn das Panzergewebe eingebaut wird, zwei Punkte wichtig zu beachten. Zum einen, man sollte immer einen kleinen Randabstand, 2-3 Zentimeter einhalten, dass es hier keine Aufwölbung gibt, wenn sich das Gewebe in der Spachtelmasse nachher noch so ein bisschen ausrollt. Und eine Überlappung zwischen den Bahnen immer von ungefähr 5 Zentimeter einhalten. Das ist ganz wichtig. Da kann man sehen, ganz schnell und einfach wird hier die Spachtelmasse aufgetragen, mal kurz durchgestachelt zum Entlüften, dass wir nachher keine großartigen Poren drin haben. Und dann haben wir schon eine fertige Fläche, die nach wenigen Stunden schon wieder weiter bearbeitet werden kann. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, warum dieses Gewebe da einlegen. Weil wir haben ja schon einen sehr tragfähigen Untergrund unten drunter mit der Spachtelmasse obendrauf. Das ist ganz wichtig, gerade beim Bauen im Bestand. Wenn wir Untergründe haben, die vielleicht auch nicht mehr so perfekt sind, wie jetzt den Holzboden zum Beispiel, der auch nachgeben kann. Und da haben wir hier mal ein schönes Modell vorbereitet. Marco, ich glaube, du kannst es schon mal zeigen. Wir zeigen Ihnen einmal, wie wir praktisch so eine Platte durchbiegen würden, ohne Gewebe drin. Das ist jetzt der Vario-Spachtel, den wir hier eingebaut haben. Wir sehen, mit relativ geringer Belastung bricht das Ganze schon durch, weil der Zement, der Baustoff natürlich keine sehr hohe Biegezugfestigkeit hat. Das kennen wir vom Betonbauteil, da legen wir Stahl ein. Das Gleiche machen wir im Grunde genommen hier mit unserem Panzergewebe. Jetzt haben wir hier das Modell mit dem Gewebe drin. Da wird sich der Marco nochmal draufstellen. Und da können wir sehen, hier bricht erstmal gar nichts. Da bricht auch in langer Zeit nichts, weil das Gewebe da drin dafür sorgt, dass wir so eine gute Zugbewährung praktisch in der Spachtelmasse drin haben, dass es einfach nicht zu Rissen kommen kann. Ja? Also sehr, sehr eindrucksvoll an dieser Stelle. Und das ist auch der Grund, warum wir in der Konstruktion das Gewebe entsprechend mit einlegen. Okay, das heißt, dass wir natürlich über das Gewebe auch die ganzen Querkräfte, die ja wirken, schön auffangen können. Und das ist natürlich eine gute Basis, um jetzt eigentlich ein Stück weit in die nächste Kiste reingehen zu können. Genau, so ist es. Deshalb schauen wir gleich mal eine Kiste weiter. Und Roland, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Kiste weiter. Ja, ich sag mal, wer den Herrn Biolek noch kennt, der hat das auch schon mal gehört. Wir haben da mal was vorbereitet. Wir haben eigentlich genau jetzt auf diesem Bereich ein System aufgebaut. Das ist das C15-System von uns. Das ist eben schon erwähnt worden. Das heißt, wir haben hier ein sehr dünnes System mit perforierten Noppen, selbstklebender Unterseite. Das heißt, das ist jetzt eins der Systeme, wo ich mit dem geringsten Fußbodenaufbau an sich arbeiten kann. Das heißt, hier werden wir nachher bei 17 mm landen. Das heißt, plus 3 mm der Spachtelmasse sind wir bei 20 mm Aufbau mit einem kompletten wasserführenden Fußbodenheizungssystem integriert. So, was zeichnet das System aus? Selbstklebende Unterseite. Und wenn man vielleicht dann noch mal ein bisschen ins Detail reinschaut, dann stellt man auch fest, dass hier zum Beispiel Markierungen auf der Seite sind. Auch die Noppenfolien werden überlappt verlegt, sodass ich also immer die exakte Ausrichtung der nächsten Folie habe. Sie sehen auch, ich stehe hier drauf mit meinen knappen 90 Kilo. Man sieht es mir nicht an, aber es sind 90 Kilo. Und ich zertrete die Noppen nicht. Ja? Das heißt, das System bleibt hier wirklich sehr stabil liegen. Jetzt machen wir das einfach mal. Ich ziehe einfach mal unten die Folie ab und lege letztlich hier das System nochmal dran. Ja, wie gesagt, in die Überlappung mit Eindrücken. Sie sehen das, dann richtet sich das System eigentlich an sich schon aus. Wichtig ist dabei, einfach nochmal festtreten auf dem Untergrund. Und schon sind wir in dem Bereich fertig. Hier sieht man wieder an der Noppenstruktur, dass ich hier mit der nächsten Noppe, hier sehen Sie auch wieder die Ecke, die ausgesparte, letztlich drüber legen kann. Wenn ich da ganz kurz nochmal dazwischen funken darf, ist natürlich ein Punkt ganz wichtig. Das ist natürlich ein selbstklebendes Material. Wenn wir jetzt hier eine Staubschicht unten drunter liegen haben,
dann wird es natürlich nicht lange halten, ne, am Untergrund. Um das wiederum gewährleisten zu können, muss die Fläche natürlich vorher erstmal gründlich abgesaugt werden und im Anschluss nochmal grundiert werden. Dafür können wir hier vorne, hoppala, unsere GD749 verwenden, die wir dann einfach oben einmal auftragen. 10 Minuten reicht schon im Grunde genommen, 1/4 Stunde zum Ablüften lassen und dann können wir das System oben aufkleben und dann bleibt es auch wirklich gut auf dem Untergrund kleben. Haben wir eine perfekte Untergrundvorbereitung. Aber wenn ich das so sehe, dann ist natürlich dieses Spachteln schon mal eine gute Voraussetzung, dass du deine Matten schön plan eben verkleben kannst. Und dass es jetzt auch zu keinen Unebenheiten mehr kommt, oder was weiß ich. Auch ganz wichtig, weil ich darf hier letztlich keine oder möglichst wenig Unebenheiten haben, damit ich einfach mit der geringen Schichtdicke auch arbeiten kann. Sobald ich irgendwelche Erhebungen drin habe, wir kennen das alles, dann komme ich natürlich in die Bereiche, dass ich meine Schichtstärke aufbauen muss. Vielleicht nochmal eine Information zu dem System auch. Hier wäre die Möglichkeit, ein 10er und ein 12er Rohr reinzulegen, hat aber keine Auswirkung auf die Aufbauhöhe. Das heißt, auch hier brauche ich immer nur 17 mm mit der Fließspachtel zusammen, egal ob ich ein 12er Rohr oder ein 10er Rohr reinlege. Das heißt, hydraulisch ist an der Seite natürlich immer besser, wenn ich mit einem 12er Rohr arbeite. Ich kriege mehr Wassermenge durch bei geringerem Druckverlust und kann letztlich auch mit längeren Heizkreisen arbeiten. Einfach mal schnell noch in das Noppensystem. Es ist ein klassisches Noppensystem. Sie sehen das hier, sehr einfach zu verlegen. Ich lege einfach nur mal das letzte Stück der Leitung noch rein. So, und jetzt ein kleiner Tipp meinerseits. Bitte nehmen Sie eine gescheite Rohrschere bei solchen Rohrdimensionen. Also keine, die in ein Rohr zerdrückt und aus dem runden Rohr ein ovales macht, sondern bitte eine, die das sauber abtrennt, zum Beispiel unsere. Da funktioniert das auch ganz gut. Ganz wichtig wirklich, weil damit kriege ich ein Rohr, was nachher im Durchmesser rund bleibt und nicht zerdrückt wird. Und gerade bei kleineren Rohrdimensionen ist das besonders wichtig. Jetzt sehen Sie, ich habe das abgeschnitten trotz Rohrdrall. Das Rohr hebt sich nicht aus der Noppe raus. Wir haben also eine wirklich stabile und vor allen Dingen mit hoher Rohrhaltekraft versehenes System, was sauber aufliegt, einen Kontakt mit dem Untergrund hat. Und jetzt noch ganz kurz, perforierte Noppe, vielleicht nochmal im Detail. Das zeichnet das System aus, weil hier habe ich einen kraftschlüssigen Verbund mit dem Untergrund unten drunter. Ja. Und aus diesem Grund kann ich auch solche geringe Schichtstärken realisieren. Roland, kannst du vielleicht nochmal kurz was sagen? Ja, Wir haben ja auch hier Gewerksfremde, die heute zuschauen, also Fliesenleger etc., die fragen sich natürlich, ja, in welchen Abständen muss ich denn jetzt die Rohre, wenn ich es denn jetzt vielleicht sogar selbst machen will, bei meiner nächsten Badezimmerbaustelle. Ja. Wo kriege ich denn die Informationen her, wie eng das jetzt hier gelegt werden muss? Ja, vielleicht also letztlich resultiert das natürlich immer aus dem Thema des Heizbedarfs eines Raums. Das heißt, in dem Zusammenhang schaue ich mir natürlich den Raum an, entscheide, wie viel Watt ich dort benötige und danach richtet sich letztlich auch der Verlegeabstand, den ich habe. Im Durchschnitt sagt man, wenn ich mir ein normales Bad anschaue, bin ich in der Regel bei so etwa 10, 11 Zentimeter. Bei uns ist das ein 11 Zentimeter Verlegeabstand, sodass ich da im Badezimmer mit der entsprechenden Vorlauftemperatur immer einen Teil decken kann. Gebt ihr das dann vor? Gebt ihr so einen kleinen Plan oder Verlegeplan? Wir haben Möglichkeiten, dass man auch ganz schnell das abschätzen kann. Wir haben auch bei uns auf der Homepage Online-Auslegungstools, wo die Fachhandwerker, wenn sie bei uns registriert sind, gerne draufgehen können und sich dann ganz schnell auch ihr System selber auslegen können. Mhm. Das geht wirklich ziemlich zügig und ist, wie gesagt, online zur Verfügung, sodass man da den ersten überschlägliche Ermittlung selber machen kann. Okay, gut. Wunderbar. Ja, Jochen, an dich nochmal eine kurze Frage. Ja. Ihr könnt aber, glaube ich, schon eingießen soweit. Ja. Nochmal eine Frage zum Smart, also das, was wir gerade gemacht haben. Und zwar kam schon die Frage, ob das auch eine gewisse wärmedämmende Eigenschaft hat. Das hat auch wir bauen ja in unterschiedlichen Dicken ein. Ja. Wir haben ja auch einen Leichtzuschlag, vielleicht sagst du da nochmal zwei, drei Worte dazu. Ja. Der Vorteil beim Leichtzuschlag ist zum einen natürlich, wir haben eine Gewichtseinsparung, gerade bei Decken, die nicht so hoch belastet werden dürfen, im Übrigen auch im Gewerbe möglich. Das wäre also durchaus denkbar, hier mit einer 35 mm Estrichschicht drauf zu gehen und entsprechend dann auch im Verbund das Ganze aufzubauen. Aber um zur Frage zurückzukommen, wir haben eine Schallverbesserung, Trittschallverbesserung und eine wärmedämmende Eigenschaft. Man sagt ungefähr 0,075 Watt pro Quadratmeter mal Kelvin. Das ist also eine ganz gute Grundlage schon mal, um dann später darauf aufzubauen. Was dann am Ende gefordert ist, muss man natürlich dann auch gucken, was der Bedarf entsprechend für die Räumlichkeiten dann ist. Ja. Schauen wir mal da hin. Die haben jetzt ganz schnell flott vollgegossen. Die Jungs sind ziemlich zügig unterwegs. Wir bauen jetzt hier über das System nur noch unseren FS15 ein. Den FS15 da, weil er sehr, sehr gut verläuft und sehr, sehr gut fließt und entsprechend auch in die Noppen extrem gut einfließt. Man sieht es, wie es blubbert. Der Arne geht nochmal mit der Stachelwalze hinterher, auch um das Entlüften nochmal und nochmal ein bisschen Bewegung reinzubringen, das Entlüften zu begünstigen.
Hier auch der große Vorteil, dass wir eine Systemüberdeckung von gerade mal 3 Millimetern nur realisieren müssen. Ja, wenn wir jetzt als Beispiel mit unserem Objektfließspachtel arbeiten würden, dann wären wir schon wieder bei 5 Millimeter Rohrüberdeckung. Wir bräuchten also auch mehr Material, mehr Aufbauhöhe. Von daher ist tatsächlich der FS15 da schon das perfekte Produkt, um hier okay. den Aufbau gewährleisten zu können. Und natürlich, wie wir es beim Fließestrich eben im Modell schon gesehen haben, auch hier eine extrem gute Umhüllung des Rohrs hinzubekommen, damit nachher auch eine gute Wärmeleitfähigkeit gegeben ist vom Untergrund, damit auch die Wärme entsprechend in den Raum abgegeben werden kann. Wir haben jetzt hier eigentlich die perfekte Kombination, die wir eben besprochen hatten. Saubere Rohrumhüllung, wirklich im Detail, plus geringe Schichtstärke. Das ist genau das Thema, wo wir sagen müssen, da kriegt man natürlich aus solchen Systemen eine viel schnellere Reaktionsfähigkeit hin, als zum Beispiel einem Standardaufbau einer schwimmenden Konstruktion. Genau. Und das zeichnet das natürlich aus. Hier kam jetzt noch mal eine Frage. Wir haben ja gerade über das Badezimmer gesprochen, aber es könnte ja auch das Wohnzimmer sein mit 50 Quadratmeter Fläche. Ja. Lassen sich solche größeren Einheiten auch mit dem C15-System realisieren? Ja. Genauso letztlich wie andere Systeme auch, durch den etwas geringeren Rohrquerschnitt. Aber dadurch, dass man halt näher an der Oberfläche liegt, ist das Thema so, dass man sagt, wird eine Heizkreislänge anstatt den üblichen 100 Metern so um die 80 Meter bis 90 Meter liegen. Also geringfügig braucht man vielleicht mal bei größeren Objekten einen Heizkreis insgesamt mehr. Aber natürlich lässt sich das auch sauber da realisieren, gerade auch in der Sanierung. Wenn ich wirklich hohe Wärmeleistung in den Raum bringen will, kommt mir natürlich dieses Dünnschichtsystem entgegen. Also die Frage ist in der Tat auch gekommen, und zwar, ob dieses Dünnschichtsystem, wir reden ja von sehr kleinen Rohrquerschnitten, ob dieses Dünnschichtsystem heizleistungstechnisch genau dasselbe leisten kann, wie jetzt hier unser Standard Fußbodenheizungsaufbau. Ja, das ist eine gute Frage. Ich sage sogar umgekehrt. Bei den dünnschichtigen Systemen muss ich sogar eher darauf aufpassen, dass ich nicht mit einer zu hohen Vorlauftemperatur reinfahre, weil ich nämlich genau das Thema habe. Die Norm begrenzt auch die maximal zulässige Oberflächentemperatur in Räumen. Das ist im Standardaufenthaltsbereich 29 Grad. Und wenn ich mit sehr hohen Vorlauftemperaturen in solche dünnschichtigen Systeme reingehe, dann überschreite ich teilweise vielleicht sogar die Oberflächentemperatur von 29 Grad. Also heißt, mit solchen Systemen kriege ich in der Regel eigentlich sogar mehr Heizleistung in den Raum rein als mit dickeren Systemen. Jetzt sieht man hier so kleine Bläschen, aber das ist, glaube ich, normal, weil natürlich die Hohlräume sich noch verfüllen. Und insofern braucht er, glaube ich, keine Angst zu haben, wenn da vielleicht mal so eine kleine... Also überhaupt keine Angst, vielleicht dazu auch die Noppen, wenn man da ins Detail da mal drauf geht, erkennt man das, die sind wirklich so geformt, dass man oben bis zu dem Entlüftungspunkt komplett eine Steigung drin hat. Und das ist genau das, was Sie jetzt sehen, dass hier im Detail die ein oder andere Luftblase jetzt noch rauskommt, genau damit die Noppe komplett verfüllt wird. Genau. Okay, also super. Das ist eine Konstruktion, die eigentlich genau mit dem System hier von der Fließspachtel entwickelt wurde, um das sauber in der Praxis realisieren zu können. Genau. Funktioniert natürlich an der Stelle jetzt nicht nur unbedingt auf dem Smart-System, das ist eine Möglichkeit, die wir einbauen können. Funktioniert natürlich auch genauso auf dem Bestandsestrich, den man eben vorfindet im Badezimmer, im Wohnzimmer, wo auch immer. Na, wenn der noch in Ordnung ist, wir haben die nötige Aufbauhöhe mit den Punkten rundherum, dann kann man problemlos das System hier genauso einsetzen, dementsprechend auch multifunktional sozusagen. Und da sind die fast keine Grenzen gesetzt. Genau. Das ist eigentlich das A und O, wo man gesagt haben, tragfähiger Untergrund, passende Grundierung mit drauf. Ja. Da haben wir auch gemeinsam genug Datenblätter letztlich auf der Homepage von Sopro, von Kermi zur Verfügung, wo genau diese Detailaufbauten sauber beschrieben sind, sodass die Sicherheit eigentlich für den Anwender da ist, dass wenn er das einhält, ein funktionierendes System kriegt. Und ein weiterer Punkt noch, was wir auch nicht brauchen, dadurch, dass wir ja im Verbund arbeiten und direkt auf den Bestandsestrich draufgehen, brauchen wir jetzt auch keine weitere Entkopplung oder dergleichen, sondern können hier direkt mit dem Folgebelag oben drauf gehen. Das ist natürlich bevorzugterweise die Fliese, ist ja klar, aber da spricht auch nichts dagegen, entsprechend mit einem Parkettbelag oder mit einem Vinyl oder sonst irgendwas drauf zu gehen, was man eben heute haben möchte. Also auch da extrem vielseitig einsetzbar, ganz klar. Genau. Ja. Und was häufig vergessen wird, Heizen und Kühlen, die Funktion hat man auch mit Flächenheizung. Ja. Ich kann auch durchaus damit kühlen, in Verbindung mit einer Wärmepumpe. Auch das ist natürlich bei so geringen Aufbauten vorteilhafter, gerade mit Fliesenbelägen obendrauf, keramischen Belägen, vorteilhafter, als wenn ich mit dicken Systemen arbeite. Das heißt, wir würden dann mit 10 Grad oder wie kalt wäre dann das Wasser? Das ist letztlich zu niedrig, da sind wir im Taupunktbereich drin, etwas höher. Ich sage mal, wenn ich das System so zwischen 16 und 18 Grad Vorlauftemperatur betreibe, dann kann ich da sauber ein bisschen ankühlen in den Räumen und schaffe das so um die 4 Grad zur Außentemperatur durchaus zu realisieren mit solchen Systemen. Also in unserem Fall haben wir ja ein zementäres System. Das wäre jetzt nicht ganz so schlimm, wenn da mal vielleicht der Taupunkt erreicht wird. Aber bei Anhydrit-Systemen wäre das natürlich kritisch. Ja, genau. Gut. Wie geht's weiter, meine Herren? Jawohl, machen wir mal einen Schritt nach hinten. Genau.
Schauen wir zum nächsten System und jetzt sind wir natürlich in dem Bereich drin, wo wir uns ganz deutlich eigentlich in die Sondersysteme im zweiten Schritt bewegen. Auch wieder, was heute auffällig ist, wir haben dämmstofflose Systeme. Das heißt, wir haben hier jetzt ein System, das C16-Clip-System von Kermi. Da ist die ganze Rohrträgerplatte letztlich nur 5 mm stark und darauf wird ein normales Flächenheizungsrohr montiert, in dem Fall mit einem speziellen Clip-System, das heißt mit einem Metallclip. Was das Interessante daran ist, Sie sehen das vielleicht, ist, in der Unterseite wird nichts durchstoßen. Das ist ganz besonders wichtig, wenn ich mir zum Beispiel solche Dämmungen anschaue. Das ist eine Dämmung mit einem erhöhten Schallschutz. Das heißt, diese Dämmung darf eigentlich mit nichts durchdrungen, durchstoßen, eingedrungen werden. Da eignet sich natürlich perfekt so ein System dafür. Gleichermaßen unter den normalen Standarddämmungen, die man sonst kennt, Polystyroldämmungen, aber auch gerade explizit wäre das auch eine Alternative auf dem Smart-System, wo ich auf dem Smart-System natürlich mit so etwas auch direkt drauf arbeiten kann. Die Hohlkammerplatte, hier sieht man es ein bisschen besser vielleicht, die Hohlkammerplatte selber, 5 mm stark, Belastbarkeit 50 kN pro Quadratmeter. Das heißt, das hält richtig was aus, das kann ich auch durchaus in einem Feuerwehrgerätehaus verwenden, als Trägersystemplatte für die Flächenheizung. So, was haben wir hier gezeigt letztlich? Haben wir das System aufgebaut. Die Systemplatten bestehen hier aus, sind 1,20 x 1,20, lassen sich sehr gut tragen im Gebäude, werden einfach ausgelegt und werden letztlich mit dem Klebeband verklebt. Sie sehen das hier. Hier sehen hier die kleinen Stöße. Ein Verlegeraster drauf, ein Schneideraster drauf. Das System lässt sich ganz einfach schneiden mit einem Cuttermesser. Und dann haben wir das Thema vielleicht nochmal zu dem Rohranker dazu. Dafür haben wir den Clipformer für die Metallclips von dem Clipsystem, deshalb heißt das System auch so, Clipsystem. Da haben wir bis zu 100 Clips drin, sodass ich einen Heizkreis ohne Nachladen letztlich komplett legen kann. Hier habe ich 50 Clips und hier unten nochmal 50 Clips im System drin. Dann zeige ich Ihnen einfach nochmal vielleicht kurz die Umformung des Clips, dass man das im Detail nochmal sehen kann. Wir haben hier einmal den Clip nicht umgeformt und einmal den Clip umgeformt, sodass Sie sehen können, ohne dass ein Rohr dazwischen ist, wird der Clip umgeformt. Das heißt, er stützt sich nicht auf dem Rohr ab und hakt hier unter der ersten Panel-Oberseite ein und durchdringt die Unterseite des Panels nicht. Ganz wichtig, wenn ich in solchen Systemen arbeite, weil es ist ein System, das kann ich zum Beispiel auf einen Rohbeton legen oder halt auf solche Schallschutzdämmungen und da darf letztlich nichts unten durch die Unterseite kommen. Gleichzeitig habe ich natürlich damit auch die Funktion der Dämmstoffabdeckung nach DIN 18560. sodass ich hier in dem Bereich auch die Dämmung drunter gegen die Estrichfeuchte geschützt habe. Legen wir einfach auch hier nochmal das letzte Stück Rohr rein. Wir arbeiten hier mit einem 14er oder 16er Rohr. Auch da nochmal ganz schnell das letzte Stück Rohr gelegt. Sie merken das auch, das ist ein System, das arbeitet für Sie. Das heißt, hier ist ein Federmassenspeicher drin, der den Clip immer in der gleichen Kraft umformt, sodass auch sichergestellt ist, dass die Haltekraft und die Befestigung im System auch funktioniert wie geplant. Genau, so. Wunderbar. Warum zeigen wir das System letztlich? Durch die Stabilität dieses Systems habe ich die Möglichkeit, hier im Standardwohnungsbau mit einer deutlich geringeren Überdeckung zu arbeiten. Und das ist letztlich wieder euer Thema, weil wir das ja wieder gemeinsam in dem Bereich getestet und geprüft haben. Genau. Da übergebe ich einfach an dich wieder. Jawohl, vielen Dank. Ja, das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon sehr schön gesehen. Ganz wichtig an diesem Punkt gilt im Übrigen natürlich auch für alle anderen Systeme, auch für das Smart-System. Wir brauchen natürlich umlaufenden Randdämmstreifen, der entsprechend dicht eingebaut ist, dass uns die fließfähige Spachtelmasse der Fließestrich nicht runterlaufen kann. Und wie es der Roland schon gesagt hat, dass die Platten auch sauber miteinander verklebt sind nachher mit dem Klebeband. Ja, und dann können wir mit unserem Rapidur FE, und das ist die Besonderheit auch bei diesem System, egal ob hier im Bestandsbau oder auch im Neubau, wenn vielleicht auch hier die Aufbauhöhen begrenzt sind, ich vielleicht doch noch ein bisschen mehr Dämmung drunter packen will oder wie auch immer, ne, dass ich hier extrem dünn arbeiten kann. Das heißt, wir können hier mit einer Rohrüberdeckung von 20 mm schon auskommen auf den verschiedenen Dämmstoffen. Und das ist natürlich gerade bei so einer Bauweise extrem wenig. Hat natürlich nicht nur Vorteile, was die Aufbauhöhe angeht, sondern wir haben hier wieder die perfekte Ummantelung. Wir haben es im Detail vorhin schon gesehen.
Wir haben natürlich auch die Vorteile, dass die Flächenheizung durch den geringeren Schichtenaufbau und die gute Wärmeübertragung auch deutlich effektiver funktioniert. Also viel flexibler ist. Wir haben ja heute bei den neuen Gebäuden, die ja mit der höheren Dämmanforderung gebaut sind, immer das Thema, dass ich eigentlich viel flexibler mit solchen Heiz- und Kühlsystemen arbeiten muss. Und jeden Zentimeter Masse, den ich sparen kann beim Erwärmen oder beim Kühlen, ist natürlich was, was die Flexibilität, Reaktionsgeschwindigkeit eines solchen Systems erhöht. Genau. Was heute eigentlich wirklich wichtig ist, gerade im Bereich des Wohnungsbaus. Ja, ja. Genau. Jetzt hatten wir natürlich einen Punkt, den wir vielleicht auch nochmal ansprechen müssen. Auch die Systeme müssen natürlich aufgeheizt werden. Auch die Systeme müssen aufgeheizt werden, ganz genau. Was wir halt an dem System immer mitkriegen, ist letztlich, dass wir mit solchen Systemen auch in der Geschwindigkeit einfach viel, viel schneller sind. Wie gesagt, das Aufheizen an sich liegt ja weniger an unserem System. Da ist die Dichtheitsprüfung das Erste, was man machen muss. Das heißt, wenn wir jetzt solche Systeme machen, ist normalerweise, da sollten Sie auch darauf achten, das Rohr unter Druck gesetzt, das heißt abgedrückt, dicht geprüft. Ja. Und der Druck bleibt auch drauf stehen während dem Einbringen des Estrichs. Das ist schon mal der erste Punkt, auf den man letztlich ein bisschen achten muss, dass dem auch so ist, damit auch direkt auffällt, wenn da irgendwo was passieren sollte. Und dann geht es letztlich rüber in das Thema Trocknung und Aufheizen, das natürlich genau. mehr mit dem Estrich zusammenhängt. Und da ja. haben wir natürlich einen deutlichen Vorteil mit dem Rapidur FE, genau. dass wir da einfach von dem Aufheizverhalten deutlich schneller sind. Genau, zum einen das und zum anderen, wir sehen, der Arne hat den Estrich jetzt schon wirklich in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit eingebaut, Material angerührt, reingekippt. Jetzt wird nur noch einmal im Kreuzgang durchgeschwabbelt, wie man so schön sagt, einmal längs, einmal quer. Und jetzt haben wir einen Estrich, der absolut perfekt und plan eben auf dem Untergrund aufliegt, wo wir dann auch im Nachgang mit sämtlichen Materialien drüber gehen können. Zum Beispiel natürlich auch das, was wir heute sehr, sehr häufig eben vorfinden, die Großformatfliese. Hier müssen wir nicht nochmal separat spachteln. Wir können direkt oben drauf gehen, das Ganze auch ohne nochmal eine Entkopplung oder dergleichen aufzubringen, sondern können direkt auch hier im Verbund wieder auf den Estrich drauf gehen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil durch den geringen Aufbau. Und wie gesagt, bevor wir belegen, natürlich das ganze System auch nochmal aufheizen. Das gehört natürlich dazu. Also hier sind zu dem Thema auch nochmal Fragen gekommen. Mhm. Einmal, wann kann der Belag draufgelegt werden? Also ihr ja. habt es ja schon eigentlich so ein bisschen beantwortet. Und wie ist das mit dem Aufheizen? Wir wissen ja alle, dass eigentlich das Aufheizen allen so ein bisschen Kopfzerbrechen macht, weil das immer dann doch auch Tage sind, die verloren gehen eigentlich für das Oberbodenlegen. Manchmal ist die Heizung noch gar nicht da, ja. dass man überhaupt aufheizen kann. Also diese Themen kennen wir aus dem Tagesgeschäft. Aber wenn man es richtig machen will, wann kann man loslegen? Abhängig vom. Das ist der große Vorteil eben auch beim Rapidur FE, weil wir hier schon nach 24 Stunden in der unbeheizten Konstruktion den Belag aufbauen können oder alternativ nach 24 Stunden schon mit dem Aufheizen beginnen können. Okay, also das heißt, nach 4-5 Tagen kann man schon anfangen mit dem Fliesenlegen. Genau, weil wir auch hier durch die geringere Vorlauftemperatur, die wir eben haben, auch das Aufheizen reduzieren können. Wir müssen also nicht die vollen 7 Tage aufheizen, sondern können das durchaus auf 4 Tage später auch runterbrechen. Auch das funktioniert an der Stelle und dementsprechend eine massive Zeitersparnis in dem Moment. Und wichtig natürlich, klar, wir müssen halt die Möglichkeit haben, aufheizen zu können. Das heißt, die Heizung muss in Betrieb sein oder man muss eben schauen, ob man sich vielleicht für die Fläche dann entsprechend mobiles Heizgerät besorgt, genau. um sie dann entsprechend auch beheizen zu können. Vielleicht noch mal eine Frage. Also wenn wir diese beiden Flächen miteinander vergleichen, die wir jetzt hergestellt haben, also hier haben wir ein rein schwimmendes System. Hier hätten wir jetzt ein schwimmendes System, weil wir auch genau. eine Dämmung drunter gebaut haben. Wir haben bewusst jetzt da eine Dämmung drunter. Genau. Und genau. bei unserem ersten System haben wir eigentlich haben wir ein Verbundsystem. Ja, okay. genau. Das vielleicht nochmal auch da dazu, genau, ein Verbundsystem mit geringer Schichtstärke, aber auch bei schwimmenden Systemen ist das möglich, was bei vielen noch nicht so ganz im genau. Kopf ist letztlich. Ja. Und nochmal zu dem Thema vielleicht Aufheizen. Wenn ich mir den Standard-Zement-Estrich angucke, da muss ich 21 Tage warten, genau. bis ich mit dem Aufheizprozess beginnen kann. Genau. Also wir stellen halt in der Kombination wirklich fest mit diesem Gesamtaufbau, den wir ja gemeinsam auch so entwickelt haben und freigeben, dass wir damit natürlich in der Geschwindigkeit des Bauens einfach sehr viele Pluspunkte generieren können, ja. weil es doch heute viel um Zeit geht. Gerade bei Sanierungsthemen, kurze Stillstandszeiten, kurze Leerstandszeiten. Und da sind wir natürlich mit solchen Systemen auf dem richtigen Kurs und auf dem ja. richtigen Weg, um da wirklich weiterzukommen. Genau, dazu kommt auch, und das ist ein Punkt, den man auch nicht außer Acht lassen darf, beim heutigen Bauen geht es natürlich alles sehr schnell. Das heißt, der Rohbau wird relativ schnell von der Hülle her dicht gemacht. Die ganze Baufeuchte kann gar nicht mehr so schnell aus dem Gebäude raus, wie wir das früher eben der Fall war. Früher hat man immer so schön gesagt, der Rohbau steht erst mal im Winter, da ist man heute meilenweit von entfernt. Und durch solche Systeme, wo auch viel Feuchtigkeit kristallin eingebunden wird,
haben wir natürlich auch eine ganz erhebliche Reduktion der Baufeuchte im Bauwerk selbst, was auch ein Riesenvorteil ist später in der Nutzung. Ja, dass man dann eben keine Probleme bekommt irgendwo mit Feuchtigkeit, die noch im Bauwerk drin ist, die irgendwie wieder abgeführt werden muss. Also auch das ein Punkt, den man beachten sollte. Weniger Masse, weniger Wasser, weil eben auch weniger Wasser raus muss aus dem ganzen System. Mhm. Ja, ein okay. Absoluter Vorteil. Ja. Roland, du hast noch einen kurzen Schwenk, genau, ja, auf ein Alternativsystem. Ja. Auch ein dämmstoffloses System, auch da wieder mit einer Strukturkammerplatte, etwas dünner, mit 3 mm, aber als Klettsystem ausgeführt. Das sind so Themen, die man letztlich im Bereich, sage ich mal, der Flächenheizung sich über Jahre entwickelt haben, wo es auch mittlerweile zum Klettsystem geht, wo man natürlich das ein oder andere an Vorteilen auch hat in dem Bereich. Vielleicht interessant bei diesem System ist, hier haben wir eine selbstklebende Überlappung, das heißt, ich ziehe hier einfach den Klebestreifen weg, drücke die Überlappung fest und habe damit natürlich schon wieder den Effekt, ein estrich dichtes System aufgebaut zu haben. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, ich arbeite hier mit einem Klettrohr, heißt, ich bin flexibel und kann auch das Klettsystem wieder entfernen und nochmal korrigieren für denjenigen, der nicht im ersten Step genau das Leitungssystem richtig legt. Einen kleinen Trick vielleicht für den Fachhandwerker selber. Bei Klettsystemen, die Verhakung von Klettsystemen ist eigentlich das, was eine Seitwärtsbewegung beinhaltet. Das heißt, wenn ich eine seitliche Bewegung mache in das System rein, so, Sie sehen das, seitlich rein ins System, dann hält das Klett perfekt. Das heißt, beim Klettsystem muss ich von der Arbeitsweise ein klein wenig umdenken und sagen, ich gehe mit einer leichten seitlichen Bewegung, bringe ich das Rohr rein, immer so ein bisschen seitlich aufgehen lassen und Sie sehen, da kriege ich selbst solche engen Radien an der Stelle hin. Vielleicht noch einen kleinen Trip unter Freunden, wie kann ich das mit dem Verlegeabstand machen, dass ich aus so einem Schneckensystem auch wieder rauskomme. Einfach ein Rohrstück schneiden mit dem doppelten Verlegeabstand. Wenn ich das immer ranhalte, lege die erste Leitung, lege die zweite Leitung, arbeite mich mit einem Schneckensystem nach innen, dann habe ich dazwischen immer noch einen Verlegeabstand frei und komme aus der Schnecke wieder raus. So ein kleiner Trick, mit dem man einfach ohne Zollstock und ohne Abzählen von irgendwelchen Rastern ganz schnell in die Verlegung kommen kann. Genau, vielleicht noch mal kurz zu den Randdämmstreifen. Hier haben wir einmal den Randdämmstreifen von Sopro, der auch unten selbstklebend ist mit der Verbindung. Eine Alternative dazu ist auch der Kernranddämmstreifen, der auch mit dem Folienlappen hier sauber, man sieht, dass richtig auf dem Klettsystem verklebt ist. Das ist so ein Thema, was ganz gut funktioniert und ist auch sehr wichtig, dass wir in dem Bereich estrich dicht sind. Und noch ein Trick, den wir zur Verfügung haben, ist ein sogenanntes Klettband. Das ist ein kleines Detail. Das ist ein Band mit Haken und Klettsystem selber drauf. Da kann ich auch, wenn ich irgendwo Probleme habe mit zu vielen Leitungen, einfach das Band rüber tun und habe die Leitung auch fixiert, damit man es mal hört, damit man weiß, wie fest das auf dem Klettsystem hält. Und das Interessante daran ist, das klettet auch auf der Oberseite. Ja? Das heißt, ich habe da ein Band, wenn ich damit zum Beispiel abkleben würde, dann kann ich auch genau über die Stelle nochmal mein Klettrohr selber legen, ohne dass ich da Haltekräfte einbüße. Genau. Das vielleicht noch so kleine Tricks dazu. Vom Prinzip her, der Aufbau würde hier genauso aussehen, genau, wie jetzt beim C16-System. Ja. Das heißt, wir würden auch hier jetzt wieder mit dem Rapido FE oben drüber gehen, gleiche Rohrüberdeckung, das bleibt alles im System gleich, ja, und wird auch durch die Systempartnerschaftsempfehlung genauso abgedeckt und beschrieben. Ja, also genau, auch da sehr gutes System. Der eine ist wahrscheinlich so eine kleine Glaubensfrage, könnte ich mir vorstellen. So ist es. Der eine arbeitet lieber mit einem Tacker, der, genau, nächste sagt, ach, das mit dem Klett ist mir eigentlich, genau, ganz sympathisch. Nämlich das vom Prinzip her, so ist es, für uns aus technischer Sicht jetzt kein so großer Unterschied. Funktioniert beides, macht beides den Boden wohlig warm oder kalt. Wie für auch den immer. Fachhandwerker hier vielleicht der kleine Vorteil noch, ich kann hier komplett werkzeuglos arbeiten, ja, und habe jetzt keinen Tacker oder keinen Clipformer, wie wir es jetzt gerade hatten im Bild, sondern kann, ja, hier werkzeugfrei arbeiten. Genau. Ich muss nochmal einhaken, und zwar auch wieder eine Frage, die natürlich den Handwerker auf der Baustelle interessiert, aber nicht nur den, sondern es geht ja auch immer wieder um das Thema Restfeuchte, mhm, vom Estrich, bevor die Belagsarbeiten, mhm, anfangen. Das gilt nicht nur für den Fliesenbelag, sondern auch für Parkett und alles, ja, was oben drauf kommt. Und jetzt haben wir ja hier beheizte Systeme, mhm, und wir kennen alle das Thema, dass dann mit dem Meisel mal da reingekloppt wird. Und auf einmal hat man einen Springbrunnen mitten im Estrich. Ja, genau. Und was sagt ihr da? Oder habt ihr sogar eine Messmarke oder irgend sowas? Es gibt einfach, zum Ersten gibt es einen ganz guten Trick. Wir alle wissen dann, dass um diese Messstelle rum in 10 cm Entfernung rundherum kein Rohr sein soll. Das ist der Grund, ja, wegen dem, genau, Thema CM-Messung und dem Thema, ich muss da mit brachialer Gewalt ein Stück aus dem Estrich raushauen. Das ist einfach, ja, so. Und wenn ich dann parallel, das sage ich immer den letztlich im Bereich unserer Fachhandwerker auch, der minimale Biegeradius eines Kunststoffrohres ist 5 mal D.
Wenn ich mir also ein 16er Rohr angucke und sage dann in dieser Umkehrschleife in der Mitte meiner Heizschlange 5 mal D, das heißt beim 16er Rohr hätte ich hier zwischen 16 cm, aber so eng gehe ich nicht zusammen. Das heißt, wenn ich hier eine Umkehrschleife in der Mitte meiner Spirale mache sozusagen, dann habe ich da in der Mitte eigentlich immer ziemlich sichergestellt, dass ich rundherum 10 cm kein Rohr drin habe. Und genau an der Stelle würde ich dann auch die Estrich-Messstelle platzieren. Ich bin in der Mitte des Estrichfeldes, also da, wo eigentlich, sage ich mal, auch am längsten die Feuchtigkeit sein wird, sodass ich sicher bin, wenn ich in dem Bereich das eigentlich prüfe, sollte das ganze Estrichsystem trocken sein. Ja. Okay, wir haben ja selbst im Haus auch diese Pins. Genau. Könnte man, dafür auch verwenden. Genau, ja, absolut. Wie gesagt, wir haben separate Estrich-Messstellen dazu, die eigentlich auch nur die Markierung sind. Genau, so ist es. Wichtig an der Stelle, vielleicht nochmal auf die Restfeuchtewerte kurz eingehen, weil es auch hier immer wieder Diskussionen gibt. So kleine Diskrepanzen zwischen den Regelwerken, da auch nochmal der Hinweis. Die DIN 18560, die Estrich-Norm, gibt Restfeuchtewerte vor, die für uns gerade im Gewerk Fliese, aber auch genauso für das Gewerk Parkett gar nicht zwingend bindend sind. Das hat einfach den Hintergrund, dass die Estrich-Norm den Estrich an sich behandelt, aber eben nicht die Belagsoberfläche dann gleich noch mit einschließt. Das heißt, wenn wir einen Fliesenbelag auf eine beheizte Konstruktion aufbringen, auf einen Zementestrich, dann sind wir bei einer Restfeuchte von 2 cm, die wir einhalten müssen. Gehen wir mit einem Großformat da oben drauf, müssen wir sogar reduzieren auf 1,8 cm. Das Entscheidende, und da gibt es die meisten Diskussionen aktuell, die Calciumsulfat-Estriche. Wenn wir auf die später dann oben drauf gehen würden, bei der CM-Messung, auch hier ganz wichtig, beheizte Konstruktion, die 0,3 cm einzuhalten und eben nicht auf 0,5 cm zu gehen, wie es die 18560 vorschreibt. Natürlich immer in Anlehnung an den entsprechenden Oberbelag, der später da oben drauf kommt. Das nur noch zum Thema der Restfeuchte. Gut, Roland, ich glaube, wir können noch mal ganz kurz uns die verschiedenen Systeme anschauen. Vielleicht noch mal abschließen, bevor wir in den nächsten Sprung gehen. Noch mal eine kleine Übersicht über die einzelnen Systeme, die wir uns heute angeschaut haben, was die Flächenheizungen betrifft, alles dämmstofflose Systeme, alle mit extrem geringen Aufbauhöhen. Angefangen haben wir mit dem C15-System im Verbund, dann sind wir übergegangen auf das C16-System, dämmstofflos auf x-beliebige Dämmung, insbesondere auch erhöhte Schallschutzanforderungen mit dem speziellen Befestigungssystem, durchdringt nicht die Unterseite, und sind dann auf das Panelsystem auch dämmstofflos gegangen. Das Klett-System, das Klett-Panel von uns, in dem wir da mit einem 3 mm-Panel arbeiten und dann halt einfach mit einem Klettrohr arbeiten. Wie gesagt, Kannst du nochmal betonen, was das dünnste System denn jetzt wäre für unser Badezimmer? Also das dünnste System für unser Badezimmer in der Verbundkonstruktion sind wir bei den C15-Systemen. Da haben wir eine Aufbauhöhe von 17 mm. Okay, das ist hier sind toll. Wir, genau, was eigentlich kaum zu überbieten ist, muss man an der Stelle sagen. Das sind die dünnsten Systeme, die man realisieren kann. Dann sind wir hier in dem Bereich, da bewegen wir uns aber wirklich in dem Thema, wo ich eher in schwimmende Konstruktionen gehe, wo ich dann sagen muss, hier haben wir dann die 20 mm Überdeckung, was auch schon ein Wort ist, weil in der Regel wissen wir das, 4,5 cm bei Standard-Zement-Estrich über dem Rohr ist eigentlich ein Muss. Das heißt, und bei Fließestrichen kann ich etwas runtergehen. Hier sind wir bei 20 mm über Rohr, also schon ein ganz ordentliches Wort dazu, was das Dünnschichtige in dem Bereich der schwimmenden Konstruktionen betrifft. Genauso hier. Wobei wir da vielleicht eins noch ergänzen müssen an dieser Stelle, natürlich immer bezogen auf den Wohnraum. Ne? Wenn wir immer also in höhere Belastungen reinkommen, also alles, was über 2 kN Belastung geht, da müssen wir natürlich auch dann später an der Estrichdicke noch ein bisschen was schrauben. Da müssen wir ein bisschen höher dann mit der Schichtdicke drüber gehen. Aber für den Wohnhausbau sind diese 2 cm absolut im Rahmen und absolut machbar. Ja. Auch schon vielfach erprobt und funktioniert super wirklich. Ja, in großen Baufarmen, wirklich kompletten Wohnanlagen. Ja. Und das ist eine saubere, gute Lösung, die man da zusammen präsentieren kann. Meine Herren, jetzt haben wir ja viel über Boden gesprochen. Ich sehe auch meine zwei Kollegen schon, die sind schon wieder kühl. Die würden gerne jetzt das nächste System vorstellen. Und es ist ja nicht nur der Boden, der hier entscheidend ist, sondern wir wollen ja auch Flächen nutzen, die vielleicht Wand etc. sind, manchmal auch die Decke. Was habt ihr euch da ausgedacht? Dass also man auch da was tun kann an Komfort für den Raum, der eben zu Sanierung ansteht. Hier haben wir verschiedene Systeme letztlich zur Auswahl, haben aber eins rausgepickt, nämlich das Nasssystem, was wir für die Wand zur Verfügung haben. Es ist als Schienensystem, es ist ein 14er Rohr, in dem Falle ein Metall-Kunststoff-Verbundrohr. Auch logisch, damit man hier solche Systeme ausführen kann und die auch nah an der Wand liegen. Deshalb haben wir da letztlich das Thema, dass wir auf ein Metall-Kunststoff-Verbundrohr zurückgreifen müssen.
Und wir haben ein Schienensystem. Das Schienensystem ist hinten selbstklebend. Das dient nur der Fixierung, damit ich die Schienen auch sauber ausrichten kann in dem Bereich. Das heißt, die würde ich dann mit einem Laser ausrichten, sodass die Rohrleitungen in dem Bereich waagrecht sind. Dann mache ich genau das Gleiche letztlich, was wir mit anderen Systemen auch haben. Ich habe eine Verbindung. Ich kann die Schienen hier in dem Bereich miteinander verbinden, zusammenschieben. Mache daraus letztlich die lange Schiene, ziehe hinten die selbstklebende Folie ab, fixiere die Schiene an der Wand, richte sie aus und dann werde ich die nochmal festschrauben oder festnageln. Wie gesagt, das ist ein Kunststoff, durch den ich sogar direkt durchnageln kann, ohne dass der springt. Wichtig ist einfach, dass die Schiene hält, solange die Rohrleitung aufgebracht wird. Wenn ich später in dem Putzbereich bin, dann ist letztlich die Schiene als Haltefunktion nicht mehr notwendig, weil der Putz letztlich das ganze System fixiert. Jawohl. Das zeigen wir jetzt auch mal direkt. Wir hatten ja schon mal ein bisschen was vorbereitet, wie das Ganze aussehen kann. Kannst du vielleicht auch noch mal kurz was sagen, wie das ist mit dem Einbau, mit dem Abroller? Vielleicht, genau, fangen wir bei dem Abroller an. Das ist das, was wir hier schon ein bisschen gesehen haben. Ich laufe einfach mal quer durchs Bild, damit es mir nicht so langweilig wird, ich immer in einer Position stehe. Letztlich haben wir hier so ein Thema, dass wir einen Abroller haben. Und bei dem Abroller haben wir das Thema, dass der Abroller letztlich in einem Rucksack zu transportieren ist. Wenn er zusammengeklappt ist, das heißt, das, was eigentlich baustellentauglich ist, ist nämlich das Thema, dass ich das auch in die 5., 6., 7., 8., 9., 10. Etage schleppen kann und baue mir den Abroller oben aus. Und vor allen Dingen, wenn nachher die Türen drin sind, kriege ich den auch wieder raus. Was mit dem einen oder anderen Abroller, den es bei der Flächenheizung gibt, so nicht passiert. Das heißt, hier passt letztlich dieser Abroller, den Sie hier sehen, passt rein. Da vielleicht noch ein kurzer Hinweis, das ist auch alles in einem Karton, bleibt die Rohrverpackung drin. Insbesondere beim Klettrohr ganz wichtig. Der ein oder andere, der sich das Klettrohr schon mal an den Bauch gehalten wird, mit seiner Fließjacke, wird feststellen, dass er mit dem Klettrohr verwachsen ist und kriegt es nicht mehr weg. Bei uns bleiben die Rohre, wie gesagt, alle im Karton drin, werden aus dem Karton verarbeitet. Was wir hier jetzt sehen bei dem Wandheizungssystem ist, dass man natürlich wunderbar die Rohrleitungen ausrichten kann. Und beim Wandheizungssystem ein kleiner Trick dazu. Viele Fragen kommen dazu, den gehe ich jetzt einfach mal voraus, indem ich sage, wie entlüfte ich denn so ein Wandheizungssystem? Da muss ich ja irgendwo einen Entlüfter setzen oder dergleichen, muss ich nicht. Ja, wenn ich das Wandheizungssystem gescheit aufbaue, nämlich genauso wie der Kollege das gerade macht, so würde ich auch mit dem Vorlauf starten. Das heißt, der Vorlauf würde hier in dem unteren Bereich starten und ich gehe hier mit dem Vorlauf nach oben. Der Vorteil ist, ich treibe die Luft durch alle Bögen vor mir her, bis oben hin und drücke dann letztlich die Luft nur einmal entgegen ihrem Bestreben nach oben zu gehen, einmal unten aus dem System raus. Wenn ich dann noch darauf achte, dass ich hier die Strömungsgeschwindigkeiten um die 0,3 Meter pro Sekunde in dem System halte, das kann ich auslegungstechnisch beeinflussen, dann bin ich sicher, dass ich aus dem ganzen System auch die Luft rauskriege. Also keine Angst bei einem Wandheizungssystem, die Luft kriege ich aus diesem System raus. Genau. Das System wird natürlich direkt auf dem Mauerwerk schon aufgebaut und dann brauchen wir natürlich später nochmal einen Höhenausgleich. Das werden die Jungs jetzt hier auch nochmal zeigen. Auch da ist natürlich gerade beim heutigen Bauen wieder der Faktor Zeiten ganz wichtiger. Das heißt, gehe ich da mit einem normalen, langsamen Putz drüber, muss ich natürlich auch entsprechende Trocknungszeiten schon wieder einhalten, um dann später auch weiterarbeiten zu können. Wir arbeiten hier, und das auch wieder im System, mit unserem RAP 2. Und der RAP 2... der ist in dem Moment auch ein schneller härtender Zementputz, der nach gerade mal 6 Stunden schon wieder belegereif ist. Das heißt, wir können hier 6 Stunden später, wenn wir das wollen, ja, im Badezimmer abdichten, wir können Fliesen legen, wie auch immer. Wir sind da sehr, sehr vielseitig und flexibel wieder. Wichtig hier an der Stelle, wir brauchen eine Systemüberdeckung von 5 mm über Rohr, damit das ganze System auch funktioniert. Und dann sind wir auch wieder im Rahmen der Systempartnerschaftsempfehlung, wie wir das eben heute schon mehrfach gehört haben. Diese Empfehlungen, laden Sie sich die runter bei uns auf der Homepage, bei Cameo auf der Homepage. Oder wenn es dann vielleicht immer ein bisschen kritischer wird vom Untergrund her, rufen Sie uns an, nehmen Sie uns mit ins Boot. Und dann werden wir dann mit Sicherheit auch eine gute Lösung finden können, wie man entsprechend die Projekte realisieren kann. Und wie man sieht, der Arne macht das hier schon super. Das Material steht auch extrem gut an der Wand, haftet extrem gut und lässt sich wirklich für einen Zementputz auch richtig gut verarbeiten. Und das Ganze eben noch mit der schneller härtenden Eigenschaft. Also auch hier wieder das schnelle Bauen, das schnelle Weiterarbeiten, ganz, ganz wichtiges Thema. Und dementsprechend absolut ein Riesenvorteil. Ja, Jochen, vielleicht da noch ein Wort dazu. Wir sind ja jetzt, haben ja nicht immer so eine schöne Wand, wie wir das jetzt hier sehen, sondern das ist jetzt die alte Bruchsteinmauer. Oder ich habe gerade gestern noch einen Anruf bekommen von jemand, ja, ich habe mitten in der Wand einen Riss.
Könnten wir noch irgendwas mit unserem Panzergewebe machen, dass wir natürlich das so in den Putz irgendwie mit reinpacken und dann eine beheizte, mit Panzergewebe ausgestattete Konstruktion haben? Also ganz klar. Also das Panzergewebe funktioniert natürlich nicht nur im Bodenbereich, sondern das können wir genauso im Wandbereich einsetzen. Da haben wir zwei Möglichkeiten. Die etwas komfortablere wird sein, wir tragen jetzt erstmal wieder an, das macht den Putz auf, lassen uns dann noch ein kleines bisschen Schichtige sozusagen über und gehen dann später nochmal mit einer dünneren Spachtelung oben drüber, wo wir dann das Panzergewebe entsprechend einbetten, sprich den Putz nochmal mit einer Zahnung aufziehen, Gewebe einlegen und Blätter drüber gehen. Und schon haben wir auch hier wieder den perfekten Verlegeuntergrund mit den gleichen Eigenschaften vom Panzergewebe, wie wir es eben auch im Bodenbereich haben, so dass wir hier auch rissüberbrückend sind, vielleicht auch im alten Fachwerk zum Beispiel. Ja, egal, können wir das vielleicht gerade nochmal machen? Das können wir natürlich machen. Ein Stück Panzergewebe mit reinarbeiten? Ja, das machen wir natürlich. Da tragen wir gleich nochmal was auf. Der Arne zieht hier gerade schon mal ein bisschen sauber ab. Muss auch, wie gesagt, dann im ersten Step gar nicht so perfekt werden, weil wir dann ja nochmal mit dem Gewebe oben auch drüber gehen können, wo wir dann nochmal einen Glattstrich praktisch machen, um dann auch die perfekte Ebenflächigkeit wieder hinbekommen zu können. Ginge natürlich jetzt auch, wenn man das schon so hinkriegt, das Ganze jetzt direkt frisch und frisch zu machen. Muss also nicht zwingend später nochmal aufgekämmt werden. Muss man dann natürlich schauen, wie dick habe ich den Putz aufgetragen, habe ich jetzt das Bruchsteinmauerwerk drunter, habe ich eh schon sehr viel Unebenheiten, dann lasse ich das besser erstmal trocknen. Habe ich jetzt hier sowieso ein relativ glattes Mauerwerk, das vielleicht ein paar Risse hat, ja, dann kann ich es vielleicht auch gleich in den Putz mit reinziehen, gehe da später nochmal mit der Abziehlatte drüber, vielleicht nochmal ein klein bisschen mit dem Rappo nachher drüber gehen oder das Ganze auch direkt filzen, auch das ist möglich als fertigen Endbelag, der nur noch gestrichen wird, also auch da wieder sehr, sehr vielseitig einsetzbar, das Produkt, und auch das ist überhaupt gar kein Problem. Okay, super. Es kam nochmal eine Frage rein, nochmal zum C15-System, weil jetzt haben wir ja hier so schön optimale Untergründe gehabt, vielleicht in Anführungszeichen. Am Anfang hatten wir hier ja so eine Fläche mit verschiedenen Untergründen und ein Untergrund, der natürlich immer wieder dabei ist im Standard, ist natürlich der Holzboden. Ja. Also die Holzdiele, die Spanplatte, ich würde mal sagen, gerade die Nachkriegshäuser, die entstanden sind, haben fast alle noch irgendwo eine Holzbalkendecke, wenn ich den Fertighausbau sehe. Ja. Da wird auch mit viel Holzkonstruktion gearbeitet. Und die Frage kommt eigentlich immer wieder, auch bei uns im Tagesgeschäft, kann ich denn mit dem System direkt auch auf die Holzdiele draufgehen? Ja, da sind wir natürlich auch wieder extrem flexibel. In dem Moment können wir, ja, muss man mit einem ganz klaren Ja beantworten. In dem Fall ist es ja häufig so, dass die Holzunterkonstruktion ganz häufig relativ uneben ist. Wir haben vielleicht ein paar Dielen, die nicht ganz fest sind, dann vielleicht noch ein paar Zwischenräume, Fugen, wo das Material durchlaufen könnte. Das heißt, so ein paar Vorarbeiten müssen wir natürlich machen, sprich erstmal den Boden ordentlich festschrauben, dass da möglichst wenig Bewegungen drin sind, also auf die Holzbalken nochmal die Dielen richtig anziehen. Dann die Fugen zwischen den einzelnen Dielen, vielleicht ist es auch ein USB-Belag oder eine Spanplatte, wie auch immer, die Fugen nochmal mit einem Acryl zum Beispiel dicht machen, dass kein Material durchlaufen kann. Im Anschluss wird das Ganze sauber gemacht, am besten nochmal ein bisschen angeschliffen, mit unserem Haftprimer S grundiert und dann bietet es sich natürlich immer an, nochmal mit dem Vario-Spachtel eine Ebenheitsspachtelung erstmal zu machen, um dann auch wieder einen guten Untergrund erzeugen zu können für das spätere Heizungssystem. Dann wird, das ist durchaus sinnvoll in diesem Moment, auch gerne nochmal eine Fliesendämmplatte oben aufgelegt, weil die Fliesendämmplatte in dem Moment, wie der Name schon sagt, eben auch dafür sorgt, dass unter der Heizung später eine Dämmschicht liegt, die dafür sorgt, dass die Wärme eben nach oben abgegeben wird und nach unten die Wärmeableitung nicht zu stark ist. Dementsprechend sind die Wärmeverluste nicht so hoch. Und dann können wir, wie wir das eben schon gesehen haben, dann können wir direkt wieder mit dem C15-System drauf arbeiten. Auch wir sind letztlich bei uns in der Anwendungstechnik so, dass wir wirklich das Thema da wirklich explizit mit der Fliesendämmplatte empfehlen. Ja. Weil wir sagen, zum einen bei Holzbalkendecken habe ich häufig das Thema Schall. Das heißt, auch mit der Fliesendämmplatte kriege ich noch ein Thema rein, was ein bisschen schalltechnisch günstiger wirkt, auch noch ein bisschen Masse drauf. Und dann habe ich das Thema, dass ich mit dem C15-System im Gegensatz zu Trockensystemen zum Beispiel auch da wieder in der nassen Konstruktion besser bin von der Heizleistung und noch ein klein wenig Masse auf die Holzbetondecke kriege. Das sind beide Vorteile, die ich habe, damit ich wirklich im Schallschutz bei einer Holzbalkendecke wie auch im Wärmeschutz und dünnschichtigster Konstruktion sauber arbeiten kann. Roland, würdest du denn sagen, dass es auch irgendwo einen Bereich gibt, wo das System nichts verloren hat? Also das C15-System? Ja. Ja, ich würde es jetzt nicht unbedingt an die Wand nageln.
Okay. Also das, okay. So, ansonsten sage ich, kann man es wirklich im Fußbodenbereich kann man es wunderbar einsetzen und halt natürlich immer in dem Thema Verbundkonstruktion. Wobei, wie gesagt, wir haben ja auch ein Sonderthema, das was in schwimmender Konstruktion auch schon getestet haben. Mhm. Das was auch da auf einer hart geschäumten Dämmung mit einer etwas stärkeren Überdeckung schon realisiert haben. Deshalb sage ich, das Einzige, wo es nicht machen würde, ist wirklich an der Wand. Also hier kommt jetzt noch eine Frage dazu vielleicht, die passt dann ganz gut. Auch in Duschen, auch in Nassbereichen, also da, wo wir haben ja auch elektrische Heizsysteme auf dem Markt, da gibt es eigentlich immer so ein bisschen so ein Zucken, ob man jetzt wirklich auch in die Duschfläche mit dem Heizleiter geht und insofern auch immer ein bisschen Bedenken. Bedenkenlos möglich. Bedenkenlos möglich. Man sollte nur eins beachten bei der Dusche, wenn ich natürlich da immer ein warmführendes Medium um den Ablauf rum habe, dann kann man natürlich so ein Siphon mal austrocknen. Aber in der Regel wird heute täglich geduscht. Das heißt, an der Stelle besteht die Gefahr eigentlich auch nicht mehr. Deshalb spricht auch nichts dagegen, das Flächenheizungssystem bis in den Duschbereich mit reinzuziehen. Ja, das stimmt in der Tat. Also um die kalte Jahreszeit könnte das mal ein Phänomen sein, dass der Bodenablauf auf einmal so ein bisschen muffelt. Genau. Ja, sowieso trockene nach Luft dem Urlaub. Hat, ne? Aber wie gesagt, es gibt auch da Bodenabläufe, die ohne Wasservorlage arbeiten, also sprich Geruchsverschlüsse, kriegt man letztlich auch an der Stelle gelöst. Genau. Vielleicht, ich habe ja noch so die ganze Zeit so eine komische Stange hier in der Hand. Genau. Vielleicht da noch ein kleiner Trick auch. Hier haben wir relativ große Verlegeabstände bei der Wandheizung gehabt. So ein kleiner Trick, wenn ich in die Nähe des Biegeradius von dem System gehe, ein HT-Rohr ist immer auf der Baustelle zu finden. Das hat jeder Handwerker da. Das heißt, wenn ich hier mein MKV-Rohr einfach bei der Umkehrschleife der Wandheizung um das HT-Rohr biege, das HT-Rohr kannst du schon mal wegnehmen, dann habe ich eine saubere Geschichte, was den Biegeradius betrifft, den minimalen Biegeradius nicht unterschritten und eine saubere Umlenkung in dem Bereich. Das auch als kleiner Trick, wie gesagt, ein Stück HT-Rohr hat jeder auf der Baustelle. So kann ich einfach super so ein Wandheizungssystem optisch sauber und technisch sauber installieren. Jawohl. Ein Wort jetzt, man sieht es jetzt vielleicht an der Fläche hier vorne, wo wir das C15 mit dem FS15 eingegossen haben. Man kann das an der Oberfläche, glaube ich, im Kamerabild jetzt auch ganz gut sehen, dass man so kleine Vertiefungen in die Spachtelmasse reinbekommt. Da nicht wundern, das ist ganz normal. Das ist eben bedingt dadurch, dass jetzt die Luft nach und nach aus den kleinen Kammern noch rausgeht, das Material aber schon am Ansteifen ist, da nicht mehr nachläuft. Das heißt, gehe ich hier mit einer Fliese oben drauf, mit einem Parkett, ist das absolut unkritisch, gar kein Problem. Also auch ganz normal. Wenn ich hier jetzt mit einem Vinylboden zum Beispiel draufgehen würde, müsste ich halt nochmal drüber spachteln, um diese Unebenheiten rauszukriegen oder alternativ ein bisschen was nochmal runterschleifen. Je nachdem, wie es eben mit den Höhen auch irgendwo aussieht, aber nur, dass man eben das auch nochmal gesehen hat, dass das ein ganz normales Phänomen ist und eben in dem Moment auch keinen Mangel darstellt oder kein Problem auf der Baustelle, sondern das sieht tatsächlich nahezu immer so aus. Kann man so sagen, ja. Ja, dann vielen Dank, meine Herren. Ich glaube, wir sind soweit durch, oder? Haben die verschiedenen beheizten Konstruktionen vorgestellt als Sopro-Kermi-System oder Kermi-Sopro-System. Wir bedienen ja sozusagen zwei verschiedene Kundengruppen. Und insofern ist es sehr schön, dass wir auf der Baustelle da irgendwo eine gleiche Sprache sprechen und zusammenkommen und zusammenarbeiten. Auch vielen Dank über diese langjährige Zusammenarbeit mit uns. Das macht viel Spaß und hilft auf der Baustelle natürlich, dass es keine Probleme gibt. Ja, wie gesagt, meine Herren, vielen Dank für die gute Vorbereitung für die heutige O-Live-Veranstaltung. Ja, die 60 Minuten sind wie im Flug vergangen. Ich hoffe, Sie haben es genauso empfunden zu Hause oder wo auch immer Sie zuschauen. Vielleicht an der Stelle, Sie haben ja die ein oder andere Info bekommen, dass wir ja bis zum Jahresende noch das ein oder andere O-Live-Veranstaltungsthema haben für Sie. Wir haben uns auch was Besonderes für Sie ausgedacht. Sie sehen es gerade eingeblendet, was demnächst noch kommt. Fragen Sie Ihren Außendienst, der wird Sie demnächst mit einem sogenannten O-Live-Bier überraschen, so dass Sie dann auch in der Zeit diese 60 Minuten nicht mit einem trockenen Mund überbrücken müssen, sondern uns vielleicht dann auch noch zuprosten können. Also insofern wollen wir Sie da auch so ein bisschen natürlich zu Hause besuchen mit einer kleinen Geste von der Sopro. Und insofern freuen wir uns natürlich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten und wieder unser Gast sind und mit zuhören. Und ansonsten, ja, bleiben Sie gesund und munter. Und ich hoffe, dass Ihre Baustellen soweit gut laufen, so dass wir uns bei nächster Gelegenheit hoffentlich wiedersehen. Vielen Dank.